Danke. Ich lese diese Zeitschrift nicht. Haben Sie mal daran gedacht, Frau Linden zu informieren? Nein. Warum sollte ich? Die haben das Hotel gewechselt? Ja. Warum tun Sie sich das immer wieder an? Ich weiß es nicht. Mein Gott. Warum lassen Sie sich nicht scheiden? Ich weiß es nicht. Bevor ich einen Auftrag annehme, mache ich mich immer über den Auftraggeber schlau. Das sollten Sie besser nicht tun. Ich möchte den Auftrag beenden. Gut. Gut, ich habe die Schlussabrechnung bereits dabei. Bitte sehr. Das ist meine Frau. Ich liebe sie. Trotz allem, falls es Sie interessiert. Kann es sein, dass noch jemand Ihre Frau beobachten lässt? Was? Kennen wir uns? Nein. Sie fahren mit dem Zug? Ich dachte immer, dass man sich Flugangst in Ihrem Beruf nicht leisten kann. Deswegen arbeite ich auch im Inlandsressort unseres Magazins. Um was geht's denn? Es geht um meine Ehre. Ich denke, so einen Satz gibt's gar nicht mehr. Aber jetzt weiß ich. Natürlich. Herr Wallberg, der Immobilien-Tycoon, und Ihre Ehre heißt Thekla Warnow. Sie sagen es. Meine Tochter. Sollten Sie sowas wie die Ehre nicht Theklas Mann überlassen? Sowas überlasse ich niemandem. Ist Ihre Tochter nicht erwachsen? Ich dulde sowas nämlich nicht. Und was erwarten Sie von mir? Dass Sie die Beziehung zu meiner Tochter beenden. In einem Brief an mich hat Ihre Tochter gerade dasselbe von mir verlangt. Und was gedenken Sie zu tun? Ich denke nicht daran, Ihnen irgendwas mitzuteilen. Wie viel? Wie viel? Was? Ich biete Ihnen Geld. Sie wollen sich Ihre Ehre erkaufen? Ich betrachte das Gespräch als beendet. Ich noch nicht. Weiß Ihre Frau davon? Verschwinden Sie. Ich werde Sie zwingen. Hauen Sie ab! Ich werde sie vernichten. Danke, Elfriede. Aber wir warten noch ein bisschen. Opa hat gesagt, wir sollen nicht davon warten. Ich habe dich heute gesehen. In der Stadt. Ja, nicht dich, dein Wagen war geparkt. Beim Präsidiumsbüro der Afrika-Hilfe? Nein. Bei Nanas Boutique? Nein. Beim Squash Center? Da ist kein Squash Center. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend, Opa. Ich habe dich heute auf dem Hauptbahnhof gesehen. Was machst du denn auf dem Hauptbahnhof? Na, ich habe mir mein Interrail-Ticket geholt für morgen. Und du, Vater, was machst du denn auf dem Hauptbahnhof? Ich hatte doch gesagt, ihr sollt nicht auf mich warten. Wir haben auch nicht auf dich gewartet. Danke. War das ein Verhör eben? Nein. Es interessiert mich nur, was meine Familie so treibt.
Das machen wir doch auch nicht mit dir. Na, könnt ihr aber tun. Es wäre vielleicht ganz gut, wenn wir ein bisschen mehr voneinander wüssten. Zum Beispiel, Opa hat immer noch nicht gesagt, was er auf dem Hauptbahnhof gemacht hat. Kannst du damit vielleicht warten, bis wir allein sind? Kommst du denn schon her? Das bin ich ja gar nicht gewohnt. Ich habe einen Zug früher genommen. Der Informant war eine Niete. Ich bin es trotzdem nicht gewohnt. Nun sag schon. Ich möchte, dass wir uns trennen. Wenn du willst, lasse ich mich auch scheiden. Ist sie jünger? Ist sie jünger als du, meine ich? Ist sie schön? Wollt ihr Kinder? Warum machst du es dir so schwer? Ich mache es mir doch gar nicht schwer. Ich habe mir sowieso nie vorgestellt, dass wir auf ewig zusammen sind. Du lügst. Und meine Kinder habe ich hier in meiner Praxis. Also tu deinen Gefühlen keinen Zwang an. Was starrst du mich so an? Willst du, dass ich ausraste? Ist dir das lieber? Nein. Bin ich dir nicht eifersüchtig genug? Was ist los? Bitte hör auf. Das ist jetzt die fünfte Frau in unserem Leben. Was erwartest du noch? Ich erwarte, dass wir diesmal einen klaren Strich ziehen. Das tue ich doch gerade. Was willst du denn noch? Bei der ersten Frau wolltest du noch beide, die und mich. Jetzt willst du weg. Das ist doch ganz übersichtlich. Wenn du es so sehen kannst. Was ist, wenn ich Nein sage? Wenn ich sage, ich liebe dich? Ich werde in den nächsten Tagen ausziehen. Na. Also, versuch mal. Gut, sehr gut. Du, wenn ich aus Paris keine Karte von dir bekomme, dann kriegst du Ärger. Dann krieg ich Ärger, klar. Ist deine Mutter da? Die ist noch mal weg. Irgend so ein Typ vom Hilfsdienst aus Uganda ist eingetroffen. In Paris meldest du dich gleich bei Jean-Claude, hörst du? Opa, ich schlafe in der Jugendherberge und sonst nirgendwo. Sag mal, warum lässt du deine Frau immer allein losziehen? Weil sie es so will. Ich kann das nicht begreifen. Lass uns hier mal lieber weiter üben, Opa. Gut. Gin Tonic, bitte. Nein, nein, das war nicht. Und der Dirk, das ist die Hauptdarsteller von Josef. Yes. Von Josef. Das ist das Wind. Okay, das ist
Was machst du hier? Was ich hier mache, ist gut. Ja, was du hier machst. Ich muss mit dir reden. Ich kann jetzt nicht. Hast du nicht verstanden, was ich dir geschrieben habe? Ich kann das so nicht akzeptieren. Ich halte das alles nicht mehr aus. Krank macht mich das alles. Meine Frau weiß es jetzt. Ich habe gesagt, dass ich ausziehe. Ich habe ihr ein Zimmer genommen. Bitte lass uns reden, wenn du damit fertig bist. Bitte. Zimmer 2024. Wer hat denn da so spät noch angerufen? Ein Kunde will mich noch sehen. Was will er? Wer? Tiefland. Er fragt mich, ob ich auf dem Baumarkt in Berlin als Lobbyist für ihn arbeiten kann. Das löst du gefälligst. Eigentlich will er etwas von dir. Von mir kriegt er nichts. Der als Letzter. Ich suche eine bestimmte Urkunde. Hamann-Projekt. Und legt es noch in meiner Schublade. Burkhardt. Wenn dein Leben auf eine Katastrophe zuläuft, wie viel Härte kannst du aufbringen? Ich verstehe die Frage nicht. Ich möchte eine Antwort. Ich habe längst aufgegeben. Ich hätte Tekla dir nie begegnen dürfen. Ja, wer ist da? Wie kann ich Herrn Lindon wecken, wenn keiner abhebt? 2024. 2024, 7 Uhr. Guten Morgen. Von Philipp soll ich dich grüßen. Der ist schon weg. Danke. Wo ist Tekla? Nicht da. Was soll das heißen, sie ist nicht da? Sie ist nicht da, heißt, sie ist nicht da. Ihr Tee. Und Ihre Frau heute Tee oder Kaffee? Nichts. Kannst du das auch anders ausdrücken? Sie ist nicht da. Meine Frau, die deine Tochter ist, ist heute Nacht nicht nach Hause gekommen. Und da gehst du nicht irgendwann los, um sie zu suchen? Das habe ich beim ersten Mal getan. Sie hat es sich verbeten. Sie fühlte sich eingeengt. Und du gehorchst. Tekla ist ein erwachsener Mensch. Den Eindruck habe ich nicht. Aber vielleicht habe ich da etwas falsch gemacht. Ach nein, du hast sie genug geschlagen, als sie Kind war.
Sie ist erwürgt worden. Mein Gott, und das bei uns. Kennen Sie die Frau? Ich weiß gar nicht, was sie hier oben macht. Ich habe gefragt, ob Sie die Frau kennen. Das wird furchtbar. Es ist Thekla Warnow, Tochter von Friedrich Wallberg. Verheiratet. Hat die Frau das Zimmer gemietet? Das lasse ich gerade feststellen. Kam denn Frau Warnow öfter hierher? Was heißt öfter? Hat sie sich hier öfter mit jemandem getroffen? Aber was denken Sie, was für ein Haus wir sind? Ich will nicht wissen, was wir für ein Haus sind. Ich will wissen, wer oder was Frau Warnow war. Wenn man sich ihr Gesicht anschaut, das hat einen Ausdruck wie Staunen. Grauenvoll. Ein Zimmer ist bereits frei für Sie. Die Gäste sind schon ausgezogen. Habt ihr die gefragt? Die haben geschlafen, nichts gehört. Die Wände sind ziemlich dick hier. Leon? Ja? Kommst du mal bitte. Gemietet war das Zimmer auf Linden. Bob Linden. Herr Wallberg, Herr Dr. Warnow, Hauptkommissar Kress. Ja, tut mir leid. Was ist passiert? Ihre Frau ist ermordet worden. Aber ich verstehe die Situation nicht, in der wir sie gefunden haben. Ja, auch nicht. Ihre Frau hat an der Bar einen kleinen Empfang für ein Ehepaar aus Afrika gegeben. Ist das richtig? Danke. Sagt Ihnen der Name Linden etwas? Bob Linden. Auf seinen Namen wurde das Zimmer drüben gemietet. Nein. Ich sehe ihn doch an, dass Sie lügen. Bitte unterlassen Sie diese Unterstellung. Kann ich bitte meine Frau sehen? Warum wollen Sie das? So was ist kein schöner Anblick. Entschuldigung. Leo, kannst du mal kommen? Entschuldigung. Ich muss nämlich weiter. Also, auf den ersten Blick keinerlei Anzeichen von Abwehr. Auch keine Hilfsmittel. Einfach mit beiden Händen, die Daumen auf dem Kehlkopf und also von vorne. Das Ganze gegen 1 Uhr letzte Nacht. Ich möchte, dass du sie bei der Obduktion auf Spermaspuren untersuchst. Ja, sie war komplett angezogen. Ja, und? Was heißt das? Ist auch wieder wahr. Linden wollte um 7 Uhr geweckt werden, aber da war er bereits verschwunden. Und sonst? Die Sicherung von Spuren in einem Hotelzimmer ist eine der interessantesten Übungen. Besonders was Fingerspuren anbelangt. Werner, du könntest auch mal versuchen, mich mit was anderem zu erschrecken. Zum Beispiel, dass die Nachbarn links und rechts heute Nacht nichts gehört haben? Ja, zum Beispiel. Und sag noch irgendwas, das mich aufrichtet, bevor ich wieder zu diesen beiden Eisklumpen reingehe. Linden hat das Zimmer nicht bezahlt. Warum soll das Zimmer bezahlen, wenn er einen Mord begangen hat und sowieso abtauchen muss? Und vielleicht hat er ihn aber gar nicht begangen. Ja, dann hätte das Zimmer bezahlen sollen. Auf jeden Fall, wäre optisch besser. Das baut mich alles nicht auf. Wir sollten einen Anwalt hinzuziehen. Es ist schlimm genug mit Theklas Tod. Was brauchen wir noch einen Anwalt? Oder hast du mir was zu sagen? Ich habe sie nicht umgebracht. Wir müssen Philipp finden. Meinst du? Weg ist er, der Bob Linden. Von seiner Frau trennt er sich gerade. Am Arbeitsplatz ist er nicht erschienen. Ja, irgendwas müssen wir uns jetzt vorstellen. Die Nachtschicht vom Hotel sagt, sie hat ihn nicht weggehen sehen. Was suchst du da eigentlich? Ach, nix. Sind das bloß die Menschen? Wer? Ach, der Vater und der Mann von der Toten. Sowas von eiskalt. Vielleicht wird man so, wenn man reich ist. Ja, ja, die bösen reichen Leute. Die hat ihren Mörder gekannt. Davon gehe ich aus. Keine Schreie, keine Abwehr von ihr. Wer seinen Mörder kennt, der wird erst schreien wollen, wenn es sowieso zu spät ist. Schreien hätte man nebenan gehört. Ich möchte aber schon was über ihren Lebenswandel wissen, nicht? Kriegst du alles, Leo. Das mit dem Schreien, das haben wir übrigens probiert. Das hörst du auch auf dem Flur. Wen habt ihr denn schreien lassen? Riedmann. War ihm sehr unangenehm.
Du lässt aber auch nichts aus. Was ist? Ja, jetzt sag mal was. Ich denke über den Ehemann nach, über Warnow. Mordkommission 2, Chris. Eigentlich bin ich fertig hier. Nein, ich rufe wegen was anderem an. Ich hoffe, ihr habt euch noch nicht auf den Bob Blinden eingeschossen. Der steht hier im Hotel an der Rezeption und zahlt seine Rechnung. Ja. Ist was? Was starren Sie mich alle so an? Der Umschlag war verschlossen. Stimmt, das war er. Und jetzt? Gott, das ist deine Tochter. Thekla war deine Frau. Wie konntest du das zulassen? Ich kann das nicht verstehen. Ich habe Thekla geliebt. Man kann niemanden vor sich selbst schützen. Man kann. Hast du eine Ahnung? Ja, ich weiß. Du würdest einen Menschen vernichten, um ihn vor sich selbst zu schützen. Wo hast du denn den Unsinn her? Der liebe Gott und Friedrich Wallberg. Seite an Seite. Du, wenn dir was nicht passt, kannst du dich gerne ausklinken aus unserer Familie. Habe ich Ihre Familie gehört? Wir sind eine Familie. Ja, du und Philipp. Das ist der traurige Rest. Ich habe Ihnen beiden die schwarzen Sachen rausgelegt. Ich möchte jetzt bitte gehen dürfen. Ja. Was für eine schreckliche Geschichte. Haben Sie was von Philipp gehört? Nein, noch nicht. Sie kommen zurecht. Ja, ja, gehen Sie. Wer ist Linden? Es interessiert mich nicht. Das sollte dich aber interessieren. Sein Windhund, ein Zeitungsschreiber, betrügt seine Frau schon seit Jahren. Vor einem halben Jahr hat er dir zum ersten Mal Hörner aufgesetzt. Du hast es damals schon gewusst? Mit ihm und Thekla? Ja, ich habe es gewusst. Warum hast du nicht mit mir darüber gesprochen? Ich spreche über sowas nicht. Ja, Riedmann? Was ist denn los? Nein, ich habe Linden nicht dabei. Leo, der kommt von alleine. Ich habe ihn bei seinem Arzt abgesetzt. Das hat ihn völlig fertig gemacht. Der Tod der Frau ist eine Katastrophe für ihn. Leo, der haut uns nicht ab. Dein Wort in Gottes Ohr. Ende. Wenigstens einer, der traurig ist. Dann hat den Linden zu seinem Arzt gefahren. Dass Linden ins Hotel zurückkommt und seine Rechnung bezahlt, besagt eigentlich überhaupt nichts. Besagt aber auch nicht das Gegenteil. Sehr interessant. Ja, es kann heißen, dass er von nichts weiß oder dass er die Tat verdecken will. Ermittlung und Logik, erstes Semester. Ja. Eine junge Dame möchte jemanden von der Mordkommission 2 sprechen. Ja, bitte. Mein Name ist Tina Walter. Ich arbeite in dem Hotel, wo der Mord passiert ist. Guten Tag, mein Name ist Chris, das sind meine Mitarbeiter. Tag. Tag. Jetzt erkenne ich doch keinen von Ihnen. Ah, doch, den kenne ich. Ja, das haben wir uns gedacht. Ich mochte im Hotel nicht reden. Bitte, nehmen Sie Platz. Am Abend, gestern, habe ich Frau Dr. Linden im Hotel gesehen. Vielleicht ist das interessant für Sie. Woher kennen Sie Frau Linden? Ich bin mit meiner kleinen Tochter bei ihr in Behandlung. Ich bin alleinerziehend. Ja, Chris. Ja, kann kommen. Ende. Und das Zimmer war ja an Herrn Linden vermietet. Ja, das war's wohl. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Na bitte, kommen Sie noch nebenan. Wiedersehen. Wiedersehen. Werner, du bleibst bitte hier.
ist Herr Linden. Guten Tag. Mein Name ist Chris. Bitte nehmen Sie Platz. Ja, eine furchtbare Geschichte. In meinem Kopf ist nur Chaos. Kein Gedanke hat einen Anfang oder ein Ende. Wann haben Sie denn Frau Warnow verlassen, gestern Abend? Kurz nach Mitternacht, wir hatten einen furchtbaren Streit. Als ich ging, saß sie auf dem Bett und weinte. Und der Streit ging worum? Der Streit. Ticker wollte, dass wir uns trennen. Und dann? Dann bin ich einfach durch die Stadt gelaufen. Ich war so verzweifelt. Nach Hause konnte ich, also wollte ich nicht, weil noch am selben Abend hatte ich meiner Frau angeboten, die Scheidung einzureichen. Und Sie waren noch nicht in der Redaktion? Nein. Nein, nein, ich bin dann, irgendwann bin ich zum Hotel, wollte zahlen. Thekla habe ich so geliebt wie keine Frau zuvor. Kennen Sie den Mann von Frau Warnow und Ihren Vater? Ihr Vater? Ihr Vater, Herr Wallberg, ja. Ja, der hat mich gestern abgepasst im ICE nach Augsburg. Er hat mir gedroht, mich zu vernichten, wenn ich die Beziehung zu seiner Tochter Thekla nicht beende. Hat Wallberg Sie beobachten lassen? Das weiß ich nicht. Das ist mein Kollege Heimann, Herr Linden. Guten Tag. Ihr könnt dann gleich weitermachen. Na, ein Protokoll. Ach so. Wir sehen uns noch. Sprichst du nicht mehr mit mir? Auch gut. Ich werde das Testament so ändern, dass Philipp Alleinerbe ist. Sollte dir das nicht gefallen, würde ich dich bitten, deinen Ehevertrag durchzulesen. Als Vertragsanwalt müsstest du den eigentlich auswendig kennen. Ich will von dir nichts mehr. Das hat sich früher anders angehört. Hat sich nie anders angehört. Du hast dir nie Mühe gegeben, zu verstehen, wie ich bin. Na, jetzt weiß ich's ja. Deine Frau fängt ein Verhältnis an, du lässt es zu. Und jetzt ist sie tot. Thekla ist noch nicht lange tot und ich finde es furchtbar, wie wir uns benehmen. Vielleicht können wir anders miteinander umgehen, wenn wir wissen, wer es war. Ja, Warnow. Philipp, du musst sofort kommen. Es ist etwas Furchtbares passiert. Die Mama ist tot. Deine Mutter ist ermordet worden. Philipp, hörst du mich? Philipp? Er hat aus Paris angerufen, von einer Telefonzelle. Jean-Claude, c'est moi, Frédéric. Écoute,
Philipp, mal Telefonie. Bitte. Wollen Sie ablegen, Herr Kress? Danke, ist nicht nötig. Ich bleibe nicht lange. Ja, die Zeit ist etwas ungewöhnlich, wenn ich so sagen darf. Es sind auch ungewöhnliche Dinge passiert. Es geht um meinen Mann, nehme ich an. Nicht nur, Frau Dr. Linden. Es geht um einiges mehr. Wenn Sie ihn sehen, können Sie ihm sagen, er könnte wenigstens mal anrufen. Ja, ich wollte mal sehen, wie Sie leben. Und ich wollte Sie für morgen früh 8 Uhr aufs Polizeipräsidium bestellen. Aha. Kann ich auch wissen, warum? Ja, gern. Sie waren gestern Abend im Hotel Residenz. Frau Dr. Linden, waren Sie da? Ja. Ist ja interessant. Wie können Sie das wissen? Sagen Sie mir, was Sie da wollten. Ich kann nicht erkennen, dass Sie das was angeht. Ich habe mir die neue von meinem Mann angesehen. Das ist doch nicht verboten, oder? Nein. Aber die Freundin von Ihrem Mann ist in der letzten Nacht in diesem Hotel ermordet worden. Mein Mann sieht Katastrophen aller Art an. Irgendwann passiert sowas. Sie hieß Thekla Warnow. Eine schöne Frau. Jetzt bin ich dran, ist es so? Bei wie viel Liebe mordet man? Was meinen Sie? Ich weiß nicht. Wir werden drüber reden. Das kann ich auch gleich. Morgen früh, 8 Uhr, im Polizeipräsidium. Danke, ich finde alleine aus. Sehen Sie meinen Mann? Ja. Sagen Sie ihm, er soll mich anrufen. Bitte. Für irgendwas muss es doch gut sein, dass ich in Verdacht stehe, seine Freundin getötet zu haben. Erwürgen ist eine schwere Aggression. Kann jeder. Du nicht. Aber viele. Männer. Frauen auch. Ach ja, für mich auch einen Kaffee, ja? Riedmann hält uns gerade einen Vortrag über das Erwürgen. Zum Beispiel Christina Linden könnte Thekla Warnow erwürgt haben. Mit der Nötchen Wut im Bauch, ja. Danke. Ja, und die hatte sie. Dass sie im Hotel war, war sie sofort bereit zuzugeben. Ja, Chris. Ja, wir sind noch da, natürlich. Was, wer? Gut, bring her. Ende. Kennt ihr einen Grashoff? Nein. Was wollte sie im Hotel, die Frau Linden? Na, sich die Freundin von ihrem Mann ansehen. Und dann? Ja, merkwürdig. Auf mich wirkte die eher wie ein Opfer. Wo ist denn der Bob Linden jetzt? Pension Löwengrube. Morgen früh ist er wieder hier. Hoffen wir. Ja? Grashoff heiße ich, Fred Grashoff. Guten Abend, Herr Heimann, Herr Riedmann, Herr Richter, mein Name ist Kress. Also, der Mordfall Thekla Warnow. Bitte nehmen Sie Platz. Danke, ich stehe lieber. Ich war Polizist, seit meiner Pensionierung arbeite ich als Privatdetektiv. Nach dem Tod meiner Frau bin ich hierher gezogen. Seit mehreren Monaten hatte ich den Auftrag, Frau Warnow und Herrn Lindholm zu beobachten. Kommen Sie schon, Herr Kollege. Von wem hatten Sie den Auftrag? Von Rechtsanwalt Burkhard Warnow. Hier, Fotos. Danke. Aber ich war nicht der Einzige, der auf die beiden angesetzt war. Wer noch? Kannten Sie den anderen? Nein, er war nicht von hier. Das ist der andere. Hallo?
Ja? Bob? Bob, bitte. Wo bist du? Bob, sag was. Bob! Bob, warum? Wo sind Gerd und Axel? Ich denke, die hast du mit Arbeit eingedeckt. So, habe ich jetzt? Ich habe ein bisschen im Leben der beiden Warnows recherchiert. Alle beschreiben ihn als liebenswerten und aufmerksamen Ehemann. Bei dem Lebenswandel von ihr eigentlich ein Wunder. Sie hat sich sehr in der Afrika-Hilfe engagiert. Sie ist sogar in die afrikanischen Kriegsgebiete geflogen. Ja, und jetzt ist sie tot. Aber irgendwas muss es dann noch geben. Andere Liebhaber vielleicht. Willst du das wissen? Ja, ich will alles wissen. Aber jetzt lass mich bitte allein. Ich bekomme gleich Besuch. Guten Morgen, kann man ja wohl kaum sagen. Ich habe gleich vorweg meine Frage an Sie, Frau Linden. Hatten Sie einen Privatdetektiv zur Beobachtung auf Ihren Mann und Frau Wachner angesetzt? Nein, das wäre mir zu blöd gewesen. Und zu teuer. Zum Hotel bin ich ihm nachgefahren. Mhm. Haben Sie mit ihm gesprochen? Nein, aber Sie können mit ihm sprechen. Er ist hier. Nebenan. Bitte. Hast du heute Nacht angerufen? Ja. Warum hast du nicht mit mir geredet? Jetzt gibt's nichts mehr zu reden. Jetzt ist alles kaputt. Können Sie uns nicht einen Moment allein lassen? Nein, kann ich nicht. Sie verdächtigen mich, Thekla ermordet zu haben. Ich auch. Was machen die mit uns? Ich weiß es nicht. Warum soll ich sie umbringen? Ich habe sie aus Eifersucht ermordet. Kann sich die Mordkommission vorstellen. Es tut mir alles so leid. Vielleicht sollten wir mit dem Selbstmitleid aufhören. Sie ist es, die es getroffen hat. Grausam. Traurig. Das hat nicht sein sollen. Nein, hat es nicht. Ich habe nicht viel Zeit. Es wird nicht mehr lang dauern. Ohne Anmeldung geht bei Dr. Warnow eigentlich gar nichts. Was ich von ihm will, geht. Meine Verabredung mit der Firma Tiefland an diesem Abend ist für Sie jederzeit nachprüfbar. Ich hatte ein Treffen mit dem Geschäftsführer, Direktor Manfred Silber. Hier? Hier, in diesem Büro, ja. Er war zufällig in der Stadt. Ich finde Ihre Fragen alle überflüssig. Ich habe niemanden getötet. Ich habe meine Frau geliebt. Trotz allem. Wir haben Sie nicht beschuldigt. Wo ist Ihr Sohn? Er ist unterwegs, wahrscheinlich in Paris. Er weiß es noch nicht. Kennen Sie diesen Mann? Nein, kenne ich nicht. Wie ist Ihre Beziehung zu Friedrich Wallberg? Ziemlich schlecht. Mein Schwiegervater will ein Patriarch sein, aber er ist ein Despot. Ich bin nur noch wegen Thekla da geblieben. Ich werde jetzt sehr weit wegziehen. Und Ihr Sohn? Er wird vermutlich da bleiben. Mein Schwiegervater sieht in ihm seinen Erben. Wiedersehen. Wiedersehen. Tschüss.
Wiedersehen. Moment! Moment! Bitte. Der Mann da eben. Kannten Sie den? Nein. Sagen Sie uns seinen Namen. Das darf ich nicht. Machen Sie es uns nicht so schwer. Ach, bitte. Feil. Karl-Heinz Feil. Dankeschön. Und warum gehen Sie nicht zu meinem Schwiegervater? Weil der sich taub stellt. Wollen Sie die Fotos sehen? Nein. Ihr Schwiegervater weigert sich, mich zu treffen. Er hat gesagt, schicken Sie die Rechnung. Dann tun Sie es doch, wenn Sie mich jetzt bitte verlassen würden. Das geht nicht so einfach. Nehmen Sie bitte wieder Platz. Meine letzte Information, die ich gab, war ein Telefonanruf an dem Abend. Dass um 23 Uhr Ihre Frau in das Zimmer 2024 gegangen ist, in dem Herr Linden bereits auf Sie wartete. Haben Sie mir zugehört? Ich habe Ihren Anruf nicht entgegengenommen. Es ist mir egal, wer auf diesen Anruf von mir wie reagiert hat. Eigentlich ist es doch ganz einfach. Nee, das ist ja gar nicht. Was suchst du denn, Leo? Ach, ein Obduktionsbericht. Der wird noch nicht da sein. Eben, das wäre ja mal was Neues. Sag mal, sind die eigentlich vorhin zusammen weg, die Lindens? Nö, die Katastrophe ist zu groß. Wir schaffen die nicht mehr zusammen. Sie hat jahrelang in einer Universitätsmannschaft Volleyball gespielt, wollte ich dir sagen. Die waren sogar Europameister. Sie ist ganz schön durchtrainiert. Hi. Habt ihr den Obduktionsbericht mit? Ja, da waren wir nur gerade nicht, wie du weißt. Mir fehlt ein Foto. Das hatten wir mit. Wir haben es Warner gezeigt. Den Mann kennt er nicht, hat er gesagt. Tja. Und wir haben ihm geglaubt. Aber als wir rauskommen, da sitzt der Typ bei der Sekretärin. Mhm. Was sagst du dazu? Er heißt Karl-Heinz Feil. Privatdetektiv. Sein Wagen ist in Nürnberg zugelassen. Seine Frau sagt, er ist im Hotel Wittgenstein abgestiegen. Grashof hat uns sein Kennzeichen durchtelefoniert. Mhm. Ansonsten hat Warnow ein Alibi. Ja, ein Klient, Manfred Silber. Direktor von der Tiefland AG. Der kann das bestätigen. Sagt er. Der sitzt in seiner Firma in Hamburg. Ja, Warnow hier. Verbinden Sie mich mit Herrn Silber. Ja, danke. Ich warte. Ja, Manfred. Endlich. Nein. Es geht überhaupt nicht. Furchtbar. Manfred, als du hier im Büro warst, erinnerst du dich noch an die Uhrzeit? Ach, du weißt gar nicht, was passiert ist. Tekla ist tot. Sie ist ermordet worden. Natürlich verdächtigen Sie mich. Sie war mit Ihrem Liebhaber zusammen. Die Polizei wird dir ein paar Fragen stellen. Bitte erinnere dich an die Uhrzeit. Ja? Tag, mein Name ist Kress, ich bin von der Mordkommission. Kann ich einen Moment reinkommen? Ja, bitte. Danke. Mein Gott, das ist alles ein Albtraum. Die arme Frau Warnow. Ist denn der Junge inzwischen da? Auch noch nicht. Eine Katastrophe. Ich möchte zu Herrn Wallberg. Der ist nicht da.
Ja, und wo finde ich ihn? Herr Wallberg ist in der Kirche. Er wollte eine Totenmesse für seine Tochter bestellen. Die Kirche ist nicht weit von hier. Dann möchte ich gerne auf ihn warten. Bitte, legen Sie ab. Danke. Seit dem Tod von Frau Warnow ist das Haus wie ein Eiskeller. Sie mochten Frau Warnow, nicht? Wie meine Tochter. Das war immer so. Obwohl ich immer wusste, wer sie ist und wer ich bin. Haben Sie denn gewusst, dass Frau Warnow einen Geliebten hatte? Um sowas habe ich mich nie gekümmert. Genau bei sowas verlief die Grenze zwischen ihr und mir. Tja, da sind wir wieder, Herr Dr. Warnow. Die Herren lassen sich nicht abweisen. Laden Sie mir auf, oder was ist das? Es tut mir leid, ich habe jetzt keine Zeit. Die werden Sie sich nehmen müssen. Wenn wir das richtig verstanden haben, hat Herr Grassoff für Sie Ihre Frau und Herrn Linden beobachtet und fotografiert. Wer ist das? Ich sagte doch, ich kenne ihn nicht. Das können Sie nicht mehr behaupten. Als wir das letzte Mal da waren, war er hier. Für wen hatten der Ihre Frau beschattet? Privatdetektiv war er ja auch. Wir müssen Sie bitten, uns aufs Präsidium zu begleiten. Es tut mir leid, ich habe jetzt keine Zeit. Wir können Sie auch vorladen. Geht Herr Wallberg viel in die Kirche? Ja. Seit Sie aus Argentinien hergezogen sind. Vor 35 Jahren. So lange bin ich schon hier. Thekla war damals 5. Ein süßes Kind, sage ich ihm. Frau Wallberg, ihre Mutter, war in Argentinien verstorben. Da war Thekla erst 3. Und Herr Wallberg hat nie wieder geheiratet? Nein. Ich habe das auch nie verstanden. Soll ich Ihnen noch Tee einschenken? Nein, nein, danke. Er ist sehr gut. Ich weiß gar nicht, ob ich Ihnen das alles erzählen darf. Doch, dürfen Sie. Und jetzt ist sie tot. Arme Thekla. Und Herr Warnow? Ein guter Mensch. Viel zu nachgiebig in meinen Augen, aber da kann man nichts machen. Ja, ja, ich habe auch gehört, dass er seine Frau hat machen lassen, was sie wollte. Den Jungen auch. Den hat Herr Wallberg halbwegs richtig erzogen. Ja, sowas gibt's. Der fröhlichste und aufrichtigste Mensch war Thekla. Wollen Sie einen Rechtsanwalt, Herr Dr. Warnow? Ich bin selber Anwalt. Gut. Woher hatte der Pfeil den Auftrag? Ich weiß es nicht. Jetzt werden wir mal genauer. Was wollte Pfeil von Ihnen? Ja, das habe ich eben nie ganz verstanden. Wollen Sie nicht doch lieber einen Anwalt? Ich sagte schon, ich brauche keinen. Hat er Sie erpresst? Bei uns gibt es nichts zu erpressen. Wissen Sie, Herr Warnow, mit Lügen ist das so, dass die eine die andere nach sich zieht. Und irgendwann bricht das alles über einem zusammen. Warum sagen Sie uns nicht endlich die Wahrheit? Ihre Frau ist umgebracht worden und wir wollen wissen, wer das getan hat. Ich nicht. Ich kann niemanden töten. Schon gar nicht, wenn ich diese Menschen liebe. Das kennen wir auch anders. Guten Tag. Ach, so ist das also. Ja, so ist das. Das ist Herr Heimann. Die beiden Herren kennen sich ja, so viel wissen wir. Nehmen Sie Platz. Brauchen Sie einen Rechtsanwalt? Wieso? Was habe ich denn mit dem Tod dieser Frau zu tun? Sie erzählen uns jetzt mal, was Sie mit Herrn Dr. Warnow besprochen haben. Eigentlich gar nichts Besonderes. Herr Pfeil! Liebmann, bitte. Da sind Sie ja wieder. Wird das ein Geständnis? Nein, das wird kein Geständnis. Das ist pure Angst, beschuldigt zu werden, einen Menschen getötet zu haben. Wir wollten Ihnen nur was geben. In unserem Archiv habe ich was über die Wallbergs gesucht und auch gefunden. Das war in Argentinien. Vor vielen Jahren. Und soll das heißen, dass Ihr Archiv besser ist als das von uns Staatsschützern? Anscheinend. Das ist alles
zu schlimm für mich. Ich habe nichts mit dem Tod meiner Frau zu tun. Gar nichts. Sowas tun wir immer. Rufen Sie doch diesen Manfred Silber an. Tieflander G, habe ich Ihnen doch schon gesagt. Telefonisch geht da nichts. Und das wissen Sie ganz genau. Sie müssen mich als Anwalt nicht belehren. Tun Sie doch nicht so, als ob es nur mich gibt, der für den Mord an meiner Frau in Frage kommt. Dann machen Sie doch mal einen Vorschlag. Herr Linden oder Frau Linden oder wer? Vielleicht war Herr Linden gar nicht im Hotel. Der war da. Gut, Herr Feil. Jetzt kommen wir der Sache schon näher. Also? Die Polizei in Nürnberg ist nicht gut auf Sie zu sprechen, Herr Feil. Wenn Sie Ihrem interessanten Beruf weiter nachgehen wollen, sollten Sie uns helfen. Bob Linden war schon auf dem Zimmer, als Frau Warnow kam. Und weiter? Ich habe dann bei Wallbergs angerufen. Und dann? Habe ich gesagt, dass die beiden auf Zimmer 2024 sind. Wer war am Apparat? Herr Feil, wer war am Apparat? Für mich war das Herr Warnow. Gib auf. Chris wartet schon seit einer Stunde hier. Das tut mir leid. Herr Chris, bitte nehmen Sie Platz. Bitte. Das ist ein ungewöhnlicher Besuch. Haben Sie schon herausgefunden, was da passiert ist? In diesem Zimmer? Nein, nicht wirklich. Den Obduktionsbericht, den haben Sie? Ich nehme an, dass er vorliegt, wenn ich zurückkomme. Herr Wallberg, was haben Sie eigentlich gemeint, als Sie im ICE zu Herrn Linden sagten, ich werde Sie vernichten? Das war rein beruflich. Ach so, was tun Sie? Ja, würde ich. Und das schaffe ich auch, meistens. Und woher wussten Sie, dass Herr Linden ausgerechnet in dem Zug war? Das war rein zufällig. Sollten Sie jetzt über mich nachdenken, wir leben in einer Wolfswelt. Niemand kann das leugnen. Willst du nicht zu mir kommen? Nein. Ich will erst wissen, was passiert ist. Mein Name ist Kress. Ich bin von der Mordkommission. Ihre Mutter ist ermordet worden, das wissen Sie. Ja. Ich möchte Ihnen mein Beileid aussprechen. Entschuldigung. Ja. Nein, nein, ich höre. Habt ihr ihn festgenommen? Nein, später, Ende. Ja, wie es jetzt aussieht, hat Ihr Vater Ihre Mutter umgebracht. Haben Sie ein Geständnis? Mein Vater? Sind Sie verrückt geworden? Mein Vater? Mein Vater kann doch keinen Menschen umbringen, keinen. Und schon gar nicht meine Mutter, die hat er geliebt. Er kann das. Er hat in Argentinien seine Frau umgebracht. Damals war meine Mutter 3 Jahre alt. Die ganze Familie weiß das. Die haben das als Selbstmord kaschiert. Er hat sie erdrosselt.